Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Michael, der Barbecue-Bär. Heute machen wir uns einen ganz leckeren Fischgulaschtopf. Das Ganze im Dutch Oven. Ich habe wie immer alles an Zutaten hier stehen. Die schauen wir uns jetzt an, dann geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß. An Zutaten, da brauchen wir heute einiges. Da habe ich hier einmal Salz und Pfeffer, Paprikapulver, Tomatenmark. Hier hinten haben wir frische Petersilie. Dann brauchen wir den Saft einer Zitrone. Hier steht Weißwein, Kartoffeln brauchen wir, einen Fischfond. Hier haben wir stückige Tomaten, dann liegen hier Zwiebeln, Knoblauch, eine Chilischote und Bauchspeck. Und hier drüben haben wir den Hauptdarsteller, das sind Pangasius-Filets. Aber welche Filets ihr da nehmt, ist eigentlich recht egal. Ihr könnt Kabeljau nehmen, ihr könnt Seelachs nehmen. Nehmt einfach den, der euch am besten schmeckt. Die genauen Mengen und das ausführliche Rezept findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Heute müssen wir auch einige schnippeln. Da fangen wir hier mit den Kartoffeln an. Die nehmen wir uns, werden uns die erstmal vierteln. Und nachdem wir uns die dann so schön geviertelt haben, schneiden wir uns hier einfach solche Würfel raus. Nach den Kartoffeln kommen dann unsere Zwiebeln. Die werden wir uns auch halbieren und dann Halbringe runterschneiden. Jetzt haben wir noch Knoblauch und Chili und die müssen wir nur fein hacken. Dann haben wir jetzt noch unseren Bauchspeck hier. Da schneiden wir uns erstmal hier solche Streifen runter. Und die werden wir uns dann nochmal halbieren, dass wir dann solche Würfel haben hier. Und zum Schluss haben wir hier noch unsere Pangasius-Filets. Die werden wir hier einmal in der Mitte teilen. Dass wir solche Streifen haben. Und diese schneiden wir uns dann einfach nur in solche Würfel hier. So wie das halt beim Gulasch ist. Wenn das so ist, reicht das vollkommen aus. Das war's, was wir an Schnippelarbeiten zu erledigen hatten. Wenn sich einer fragt, was ist mit der Petersilie passiert, die haben wir natürlich auch richtig fein gehackt. Ich werde jetzt hier alles umbauen und dann werden wir anfangen. Zubereiten werden wir das Ganze heute hier auf meinem neuesten Spielzeug. Das ist einer der neuen Raketenöfen von Barbecue Toro. Das hier ist die Rakete 6. Den könnt ihr befeuern mit Holz, Pellets, Holzkohle und noch etlichen anderen Sachen. Wer Bock auf so ein Teil hat, beziehungsweise Interesse daran hat, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich werde ihn jetzt starten. Mittlerweile ist unsere Rakete 6 gestartet. Ich habe das Ganze mit Holzkohle befeuert. Jetzt werden wir hier unseren Dutch Oven draufstellen. Als Dutch Oven nutze ich heute wieder den DO9A, ebenfalls von Barbecue Toro. Das ist der aus der Alpha-Serie. Da werden wir jetzt erstmal einen Deckel runter machen und lassen das Teil auf Temperatur kommen. Nachdem er jetzt so ein bisschen Temperatur gekriegt hat, nehmen wir jetzt hier unseren Speck und lassen den schön hier drin aus. Mittlerweile fängt er an, Fett zu lassen. Jetzt geben wir die Zwiebeln dazu. Und auch die braten wir erstmal schön mit an. Nachdem unsere Zwiebeln jetzt schön eingefallen sind, machen wir uns hier in der Mitte so eine kleine Lücke. Da geben wir das Tomatenmark rein. Und auch das kann erstmal so ein bisschen anrösten. Das sollte reichen. Jetzt vermischen wir alles schön miteinander. Und braten das noch einen kleinen Moment an. Jetzt geben wir Salz und Pfeffer dazu, das Paprikapulver, dann den Knoblauch, jetzt kommt die Chilischote und das werden wir wieder gut miteinander verrühren. Braten es noch mal kurz an, dass der Knoblauch noch so ein bisschen seinen Geschmack abgeben kann. Und dann geht es weiter. Jetzt kommt der Weißwein dazu.
da warten wir jetzt, bis das Ganze ein bisschen aufköchelt. Jetzt kommt der Gemüsefond, hätte ich bald gesagt, der Fischfond. Darauf folgen gleich die Tomaten. Rühren wir das unter. Und auch hier warten wir jetzt, bis es anfängt zu köcheln. Und jetzt, wo das Ganze köchelt, geben wir unsere Kartoffeln dazu. Wie man jetzt sehen kann, brodelt das ganz gut. Aber unsere Kartoffeln, die werden noch Stärke abgeben. Das heißt, die werden unsere Soße hier noch so ein bisschen binden. Und da wir das Ganze jetzt köcheln müssen, dass unsere Kartoffeln gar werden, gebe ich jetzt noch einen Schluck heißes Wasser bei. Weil das ist mir zu wenig Flüssigkeit. Rühre diese unter und schon sieht man, das passt besser. So, jetzt machen wir dann den Deckel drauf und geben dem Ganzen dann so 20 Minuten, bis unsere Kartoffeln gar sind. Und jetzt, wo das da oben schön vor sich hin köchelt, dass die Kartoffeln gar werden, müssen wir uns noch hier um unseren Fisch kümmern. Da habe ich jetzt hier die Zitrone, die drücken wir mal an. Dann schneiden wir sie in der Mitte durch. Nehmen uns das Schälchen hier und träufeln schön was von dem Zitronensaft darüber. So, dann gehen wir einmal hier schön mit dem Finger durch, vermengen das, dass überall was von dem Zitronensaft hinkommt. Ich habe jetzt auch bewusst nur eine Hälfte genommen, weil das hier so eine Tschernobyl-Zitrone war. Die war doch recht groß, denn das geben wir jetzt hier so hin. Wir lassen das einfach in Ruhe. Und gleich, wenn unsere Kartoffeln gar sind, brauchen wir den Fisch dann nur noch oben einmal reingeben. Dann braucht er ca. 10 Minuten, dann ist er gar und dann ist unser Fischgulasch auch schon fertig. Gute 20 Minuten hat es jetzt hier vor sich hingebrodelt. Jetzt werden wir das noch einmal durchrühren. Dann nehmen wir mal so ein Löffelchen hier, nehmen uns mal so ein Kartoffelchen. Ja, die ist gar. Jetzt geben wir hier noch unseren Fisch dazu. Den werden wir auch noch mal schön unterheben. Und dann braucht das jetzt noch mal so gut eine Viertelstunde. Dann sollte unser Fischgulaschtopf auch schon fertig sein. Aber mir fällt gerade noch ein, die Petersilie habe ich noch, die gebe ich jetzt auch noch mal dazu. So, ein bisschen was machen wir da rein und den Rest nehmen wir zum Garnieren. Jetzt machen wir den Deckel noch mal drauf, geben dem, wie gesagt, noch mal 10 Minuten, 15 Minuten, bis der Fisch gar ist. Den wollen wir nicht tot kochen, der soll nur gegart sein. Mittlerweile haben wir eine weitere Viertelstunde rum. Ihr seht, das simmert nur noch ganz leicht. So sollte das auch sein. Mir ist das von der Konsistenz her jetzt okay so. Wer das noch dicker haben möchte, der kann jetzt gerne noch so ein bisschen Mehl nehmen mit Wasser oder Speisestärke, sich das dicker machen. Aber ich finde das okay. Der Fisch ist auch gut. Jetzt werde ich mir so eine kleine Kelle nehmen. Ich werde mir von allem was drauf machen. Ach komm, Fisch geht noch. Und dann geht es an den Tisch zum Probieren. Endlich ist es geschafft. Ich habe das Schälchen hier in der Hand. Wir können probieren. Hat heute alles ein bisschen länger gedauert. Ein bisschen pusten. Das ist der Kracher, allein die Soße.
Also wer Fisch mag und Gulasch mag, dem kann ich wirklich nur raten, mach das nach. Geschmacklich ist das echt der Oberhammer. Gulaschnote kommt richtig gut durch von der Soße her, die wir so gemacht haben, wie man normal Gulasch macht. Dann der Fisch, der ist genau auf dem Punkt. Der ist jetzt nicht so, dass er zerfällt. Gar ist er auch. Vom Geschmack her ist das auch gar nicht so fischig durch den Fischfond. Wenn man das meint, ist es aber nicht so. Also es ist echt der Oberhammer. Also da Fisch ja generell so bei den Grillkanälen bzw. Kochkanälen zu kurz kommt, boah, das ist echt hammergeil. Probiert das aus. Lasst mich wissen, wie es euch geschmeckt hat. Ich werde jetzt schnell die Schüssel leer machen. Und was ich gerade eben noch vergessen habe, die Würze, die ist auch 1A. Was wir dran gemacht haben, das reicht vollkommen aus. Gerade habe ich nur noch so ein bisschen Salz nachher dran gegeben. Das heißt, kurz vorm Ende müsst ihr euch das nochmal abschmecken, ob das vom Salz her soweit okay ist. Aber sonst, die Frische von der Zitrone, die kommt richtig gut durch, die wir über den Fisch gegeben haben. Dann haben wir noch die Chili, die dem hinten raus nochmal so richtig einen mitgibt. Ist eine erträgliche Schärfe, also für Kinder auch geeignet. Aber so, boah, hammer, hammer, geil. Macht das bitte nach. So, dann wären wir für heute durch. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Ist dem so, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Lasst mir einen freundlichen Kommentar da. Seid ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal, könnt ihr das jetzt gerne hier oben irgendwo nachholen. Da ploppt mein Logo auf. Aktiviert dann auch die Glocke, um keine Folge mehr zu verpassen. Und dann sage ich wie immer bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael. Macht's gut. Ciao. Geiler Scheiß.